Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Karte Hot 4 7 Days to D. Ich schaue mal jetzt, ob wir ein bisschen absichern können. Zwecks Absicherung. Anscheinend werden wir hier normalen Dings nehmen, weil das wird nicht funktionieren. Dann werden wir ganz kurz gucken. Unser Gepäck. Verlegen nicht. Müssen wir ganz kurz ändern. Und zwar Richtung Normal. Ach, Dachvorsprung, also was alles. Denn die sind zu klein. Stufenecke, ach so. Dann machen wir halt hier normalen Pfeiler hin. Was soll's? Die müssen hier sowieso normalerweise uns absichern über die bösen Vögelchen hier. Die Geier. Wahrscheinlich werden wir noch aufs Dach gehen müssen, um das entsprechend zu vollenden. Anscheinend nicht. Passt schon so. Ein Teil fehlt. Obwohl das nicht so schlimm ist, ne? Das geht normalerweise so. Wir müssen mal sehen, dass wir einen Hammer kriegen jetzt. Wir haben uns halt wieder da, so wenig. Verband bleibt schön da drinnen. Schauen wir mal hier ganz kurz. Haben wir gedacht. Kein Holz. Wollen wir ein Holz holen? Ja, geht nicht mehr, haben kein Blech, keine Bronze. Aber gut, das war eh zu erwarten. Mangelware Bronze. Deswegen will ich so schnell wie möglich umstellen auf macht die Sachen ein bisschen stabiler. Alles in der Geier. Deswegen muss auch ein Gitter rein. Da können wir den Samen rausnehmen. Gut. Dann werden wir uns mal gleich hier aufs Dach begeben. Ich habe hier noch einen Zugang.
Mach ich auch gleich zu. Und hier haben wir auch drei hervor, ja. Dann können wir gleich hier mal schauen. Gäste? Nö. Ja, warum Balkon? Weil ich hier im Prinzip den freien Schusslauf habe Richtung die Richtung und einmal die. Und dann kann ich natürlich da aufschießen, von da abgesehen. Aber hier geht es darum, dass ich hier links und rechts vor allen Dingen hier runter schießen kann. Denn wenn die mich von da kommen, dann kann ich die nämlich hier vorne erledigen. Theoretisch. So gedacht. Nur hier ist ein bisschen, naja gut. Hier muss ich ein bisschen aufpassen. Hier muss ich ohne Pfeiler machen. Aber oben muss zu sein. Wegen der möglichen Geier. Wenn Geier kommen, 2, 3, dann hast du schon Stress. Weil die sind nicht so leicht zu kriegen. Die misst sicher. Oh, hier ist gefährlich. Bin schon ein paar Mal gefallen, ne? Aber auch beim Bauen des Balkons selber. Weil ich hier am Rand was bauen wollte. Da ich mit Holzelementen entsprechend mich eher da hochgearbeitet als fliegendes Gerüst ungefähr. Also bauen ist keine Grenze gesetzt hier, man kann alles bauen. Das würde ich auch mit Beton. Würde ich an sich auch empfehlen, nur dazu fehlt mir jetzt die Zeit. Weil Beton ist zurzeit, da brauche ich so viele Rohstoffe. Vor allen Dingen brauche ich natürlich theoretisch. Müsste ich da unten herstellen? Oder kann ich es hier herstellen? Zaun. Da. Was brauche ich noch? Ja, machen wir 20. Die Gitter sichern mich ab, dass ich nicht runterfalle und die sichern und die beschützen mich vor den Geiern. Die kann man noch aufwerten zu Metall, zu Eisenstangen. Aber ich denke mal, zuerst werde ich die mal aus Haus lassen. Mal schauen. Ich meine, die Zombies, die hältst du damit nicht auf. Aber ich hoffe, dass die nicht so hoch springen, ne? Ich meine, gut, zur Not, ja, zur Not. Naja, schwierig zu sagen. Ist es. Wollen wir kurz hochgehen und entsprechend hier ist zu heiß, weil Feuer unter ist. Die Ecken muss ich noch machen. So, das wäre auch gesichert. Und den Balkon machen wir auch noch.
Die beiden brauchen wir nicht. Ja, Blödsinn, ne? Aber fahren wir nicht runter. So. Ich muss gerade sagen, noch ein Loch, das ist ein Nachbarhaus. Mein Zugang zum meinem Bunker hier, mein, naja, Bunker ist betrieben, meine Base, meine Verteidigungsbasis. So. 7, nee, 4. Schauen wir hinkriegen, ob das da hinpasst. Ich glaube nicht. Das passt da so nicht hin. Und warum nicht? Da müsste ich da Säulen hinsetzen. Gut. Dann machen wir es mal Säulen, ne? So. Zuerst müssen wir die eine wegnehmen. Mit Holz hat den Vorteil, man kann die schnell wieder entfernen, ne? Wenn du jetzt mit Eisen machst, dann sieht es ja ganz anders aus. Was soll da jetzt nicht hinbauen? Warum nicht? Soll da nicht hin? Weiß man nicht warum? Nehmen wir weg. Eine Scheiberin. Habt ihr jetzt keinen anderen gerufen hier? Das soll so eine Schreierin sein, die anderen, geht da nicht hin. Ah, jetzt weiß ich warum. Die steht im Weg. Nicht die anderen beiden. Gut, jetzt können wir uns die Ecke schießen und nach vorne zur Not. Bringen wir ein bisschen Qualität rein. Das ist eine Stufe, das müsste mal reichen. Sollte rein. So. Sollte auch rein, dass ich dahin ballern kann vor allen Dingen. Das ist mein Hauptziel, die Richtung. Nach vorne könnte ich ja von da auch schießen. Aber ich kann ja schlecht von hier. Ne, also muss ich im Prinzip immer von hinten und da. Kann ich ganz gut hier runter schießen. Was ich von da nicht kann. Gut, jetzt gehe ich runter und hole fix die anderen Teile und mache die Decke, also die Mauer nochmal mindestens 2 Blocks höher. Und um es so abzusichern. Ich war ein zu weit. So, gehen wir jetzt hierher. Da holen wir uns die Teile raus. Und die Pflastersteine. Da wollen wir schauen, ob wir die Ziegel aufwerten können. Wie könnt ihr die Ziegel aufwerten? Also die Steine, die haben einen Wert von 500. Und wenn ich da einmal mit Hammer drauf haue, dann wird es einen Wert von 1500. Die ersten beiden würde ich gerne machen, weil wenn die mal an die Mauer rankommen, die schlagen sich durch, ne? Also da ist schon, das auch, das würde ich dann gerne vermeiden. Sieht gut aus.
müssen wir irgendwie oben rauf kommen. Da ist das Loch. Das heißt, die Holzteile sind mal ganz gut. Den schaffen wir heute nicht. Bücken. Da müssen wir noch, glaube ich, mal pickern hier, ne? Das können wir dann wegnehmen. Wollen wir schauen, ob wir ein bisschen Platz kriegen da oben. Das ist schwer, gibt's doch gar nicht. Ach, wir können ja auf Schleichmodus. Und noch einen wegnehmen. Weil das kommt schwer hoch. Heißt, hier müssen wir noch einen setzen. Setzen. Ja, ist schon gut aus. Jetzt machen wir ganz kurz unseren anderen Stein hier rein hier. Mal gut aus. Wäre nicht ungünstig, wenn sie hier rausspringen würden. Dann wären sie auch relativ leicht in dem Bereich drinne. Müssen im Großen und Ganzen noch mehr ausbauen. Ah, das ist ja noch Zeit. Erweitern auch Beton. Nach Möglichkeit Stahlbeton. Dann brauchen wir mal viel Eisen. Oh, eine Horde. Soldaten. Oh, noch ein paar. Aber die sind nicht so schnell, okay. Ja, werden wir gleich mal hier reparieren, ne? Ja, Besuch kriegen wir jeden Tag, ne? Hier meldet sich keiner an, die kommen so einfach. So, das sollte reichen normalerweise. Wir werden mal den Bereich, wo
Hier zum Beispiel. Da muss ich noch ein paar Dinge bauen, ne? Später kommt noch Deckel hinzu. Wie gesagt, später. Mal sehen, wie ich schaffe. So, 8 Stück habe ich noch. So, schauen wir gleich rein, unten, was die unten gemacht haben. Die waren ja kurz dran und haben ein bisschen gekloppt. Den Hammer jetzt nehmen, kann gleich gucken, wie der Schaden ist. Gut, das ist jetzt Beton, würde ich keine haben. Dann haben sie hier. Noch keinen Schaden angerichtet. Dort da oben schon. Darum ist es mit Mauerwerk besser als das normale Gestein. Aber das die Steine herstellen ist ja immer aufwendig und aufwerten ist ja auch dann kein Problem. So. Aufgewertet, gut. Aufgewertet, hier und auch noch mal gleich aufwerten. Die nächste Stufe wäre Beton. Und hier wird doppelt. Müssten wir auch noch was tun. Zumachen zumindest. Damit sie ein bisschen gebremst sind. Der Junge hat doch Durst. Durst. So. Dann werden wir hier mal kurz gucken. Und wir stellen ein paar her. Stellen mal 10 Stück her. Ist kein Problem. Das dauert ja nicht lange. Dann nehmen wir die wieder hoch. Na, geht da nicht rein. Ja gut, was soll's. So. Weil ich habe ein bisschen hier auch noch ein bisschen abgesichert. Hier ist die Tür. Dann sind die vom Keller auch. Wenn sie mal in den Keller eindringen sollten, theoretisch, was da möglich wäre, dann werden die zumindest erstmal hier gebremst und kommen nicht weiter. Hier nochmal einbauen. Das sind alle. Dann braucht noch drei. So, drei Stück. So. Hier gleich zumachen, ne? Gut. Dann kann man den Keller schön zumachen und dann ist Ruhe. Karton. Jetzt holen wir uns die platten Dinger holen, die Holzdinger. Dann werden wir uns gleich mal damit beschäftigen. 50 Stück.
Da werden wir unsere Beine zurücklegen. Die Teile auch. Ja, Steine. Hier unsere Pinien. Munition. Schießpulver haben wir reichlich. Wir haben verheizen. Das Ding werden wir aufstellen draußen. Holz, Fett. Knochen haben wir schon verarbeitet hier. Das nehmen wir hier rüber. Beziehungsweise darüber. Dann nach oben. Schauen wir mal. Und die raus, wenn man nie gepflanzt. Nehmen wir auch raus, wenn auch gepflanzt. Fackel wollen wir draußen auch bauen. Müssen wir irgendwann mal. Machen wir jetzt zu, ne? Sieht besser aus. Weil im Grunde würde ich alles hier mit Holz verstärken und so im Prinzip mir absichern. Gegenüber unsere Freunde. Immer noch leer. Tag 30 soll ja neue Loot kommen, ne? Schauen wir mal. So wie die alle gekommen sind vorhin, hätte man gar nicht mal draußen sein dürfen. Besonders bei den Schnellen. Dann wäre es äußerst schlecht gewesen. Und die haben mir gezeigt, dass zwei Reihen im Grunde nicht reichen. Dass wir da ruhig ein bisschen mehr machen müssen. Okay, jetzt schon alles. Gut, habe ich da gelassen. Das ist die Ecke. Ja, und hier ist der Kellerzugang. Muss ich noch ein bisschen absichern normalerweise. So. Das hält die ein bisschen ab und ich kann die zur Not angreifen. Gut, hier vorne wird schlecht, wenn sie von da kommen. Gut. Wie du dich dran gehst, gefährlich. Viele bauen ja noch einen Graben davor, aber ich habe mir keinen Grabenbuddel. Seid ihr immer eine Stahlschaufel, dann vielleicht ja. Die Dinger sind viel besser als der Kram. Denn ich habe keinen Keller, aber wenn ich einen Keller hätte, hätte ich vielleicht hier noch einen Kram gebaut, weil dann kriegst du mit, wenn sich unten eingraben, ne? Also so alle. So, neues Holz. Axt ist 3. So, wir haben Bäume. Also heute ist kein Blutmond. Das Ding in der Nähe. Gucken wir ganz kurz.
Ein Jahr kann man gleich holen, ne? Oho. Es ist ja in der Nähe schon. Die Straße hoch und nach links, da fahren wir fix hin, ne? Ah, schon nicht schlecht. Vor allem unsere Pappgaben hier, was wir haben hier mit über 50 Schuss. Ein Treffer, ein Toter so ungefähr. Weil da ist egal, ob du nun richtig triffst oder falsch. So, vielleicht gibt er noch ein paar Dosen Essen. Ist immer gut. Vielleicht gleich mal noch ein Hirsch beim Weg oder ein Schwein. Nehmen wir auch mit. Ein Bär wäre mir nicht so lieb, weil der mir einfach zu groß ist. Zu groß und zu schwer. Die sind echt wehrhaft. Schnell die Kiste holen, ne? Und dann haben wir die Runde wieder geschafft heute, ne? Ja, die Karte ist riesengroß, da kann man auch viel erkunden. Also mit Fahrrad ist man auch schon zu langsam, ne? Ein Auto bauen, das kann man auch noch, ne? So, die Kiste soll hier in der Nähe sein. Dahinter irgendwo. Da liegt sie schon. Schnell in der Nähe. Ja, viel jetzt fahren wir essen, Medizin. Munition wäre mir lieber gewesen, ne? Aber man kann nicht alles haben. So, fahren wir zurück. Und ich sage schon mal Tschüss und so, ciao, ciao. Hat mich gefreut. Danke fürs Reinschauen. Morgen geht's weiter. Tschüss. Und nicht wundern, die Folgen sind weit vorausgenommen. Voraus aufgenommen, dass es da vielleicht nicht einiges reagieren kann. Ne? Ich hatte im Urlaub viel Zeit und deswegen habe ich das im Urlaub auch gemacht. Dann sagt nochmal Tschüss, bis ciao, bis nächstes Mal und ja, guckt doch mal wieder rein. Aber wäre auch schön, ne? Danke, tschüss.